Also wenn es keinen Strom mehr gibt und der Netzelektriker auch nicht rum ist, dann haben wir einen tragischen Fall. Es läuft einfach nicht mehr. Mein Name ist Rolf Studer, ich bin Leiter Region Mittelland und somit zuständig für Netzbau und Betrieb. Ja, hier zur Verfügung stehen wir ca. 70 Netzelektriker, die euch die grosse Arbeit machen und mir hier kräftig unterstützen, dass wir unsere Kunden 24 Stunden rund um die Uhr mit Strom versorgen können. Der Netzelektriker ist eigentlich hier, also der Strom zum Haus zubringt. Der Strom wird ja produziert in einem Kraftwerk, Wasser-, Windkraftwerk. Und dann muss transportiert werden von der Produktionsstätte zum Verbraucher. Und dort ist genau der Netzelektriker, dort ist seine Heimat. Netzelektriker, das ist eine Teamarbeit. Und ich schätze das sehr, obwohl ich nicht mehr direkt draussen arbeite mit mir, aber wir sind so eine Familie. Und das ist für mich sehr grosser Stellenwert. Also wer als Netzelektriker bei uns arbeitet, das muss ein Teammitglied sein. Wir haben in jedem Gebiet eine BIKE-Organisation aufgestellt, wo ein Netzelektriker als BIKE-Monteur zur Verfügung steht. Und das ist in einem Team aufwachsen, wenn es mehr als ein Mann braucht, um diese Störung zu beheben. Dann können sie ihren Kollegen anrufen und die können ihnen kräftig helfen. Ja, also wir sehen, es ist sehr wichtig, dass der Netzelektriker so schnell wie möglich vor Ort ist und wieder schauen kann, dass die Energie fließen kann und der Strom wieder vorhanden ist. Weil sonst sind wir nie mehr. Jetzt ist es gar nicht mehr ausgefallen.